Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir haben ja jetzt die letzten Tage häufiger mal so ein bisschen was gebacken, aber ja immer nur, na gut, die Franzbrötchen, aber eigentlich eher deftig, als dass wir irgendwie richtig Kuchen gemacht haben oder so. Heute wollen wir einen Karottenkuchen machen. Dafür bin ich jetzt gerade dabei, hier schon so ein bisschen Karotten zu schälen, die wir dann gleich noch schnell reiben werden. Und ja, ich zeige euch gleich, wie das weitergeht. Dann lasst uns erstmal uns einen Trailer gucken. Bis gleich. So, ich war jetzt ein bisschen tätig und habe schon ein bisschen was getan. Wir haben 250 Gramm Karotten runtergerieben, schön mit einer winzig kleinen Reibe, hat echt Spaß gemacht. Finger sind aber noch alle dran. Dann habe ich hier mal Mehl abgemessen. Da habe ich hier schon das Backpulver mit dabei, hier ist Salz und da habe ich schon ein bisschen Zimt. Zimt? Ist nicht Curry? Nein. Gut, Zimt. Also ein bisschen Zimt haben wir da auch. Das kommt, werden wir gleich alles mit verarbeiten. Genaue Mengen habe ich wieder in der Einkaufsliste geschrieben. Da könnt ihr einfach dann halt euch die aufmachen. Das ist ein PDF-Format. Könnt das auch, wenn ihr wollt, euch ausdrucken. Das ist noch so ein bisschen im Bau mit der Anleitung. Die ist aber fast fertig. Da werde ich dann auch gleich die Backanleitung mit reinschreiben. Dann wisst ihr genauestens, wie ich meinen Karottenkuchen gebacken habe. So, ich habe hier meine Eier schon mal in der Pfanne. Hätte ich beinahe gesagt. Schon mal da drin. Da tue ich mir jetzt den Zucker drauf. Und das muss jetzt schaumig gerührt werden. Das sieht jetzt schon mal klasse aus. Ich habe das jetzt nur kurz ausgemacht, damit ihr mich auch hören könnt. Ich werde das jetzt wieder starten und dann kommen da 180 Milliliter Pflanzenöl dazu. So, jetzt tue ich noch 3 Esslöffel Naturjoghurt da oben drauf. Das sorgt dafür, dass er richtig schön cremig auch und saftig wird. Das lassen wir jetzt noch einmal weiterrühren. So, jetzt kommen da meine trockenen Substanzen dazu. Erstmal jetzt nur das Mehl und alles. Jetzt habe ich hier meine kleinen zertrümmerten Walnüsse. Die ziehe ich hier jetzt mit runter. Und meine Karotten. Und dann sind wir eigentlich auch schon so weit durch, als dass ich gleich meine Form vorbereiten kann. Und dann kommt das alles schon in die Form. So, meine 26er Form habe ich jetzt eingefettet schön und jetzt tue ich da halt schon meinen Teig hinein. Mein Backofen ist am Vorheizen, 180 Grad und wenn der gleich heiß ist, dann kommt der da hinein. So, in der Zwischenzeit, meine Kamerafrau war gerade ein bisschen verhindert, habe ich in den Backofen unseren Kuchen getan. 180 Grad, 40 Minuten. So nach 35 Minuten kann man das erste Mal gucken mit so einem Saté-Stäbchen oder so. Einfach mal gucken, wie fest der ist, also ob er schon trocken ist. Sonst kann man ihn auch ausmachen. Sollte er irgendwie zu viel Hitze von oben kriegen, kann man da ja auch, wenn man will, ein bisschen Alufolie oder Backpapier drüber legen. Wir nutzen jetzt aber in der Zwischenzeit etwas, um ein Topping zu machen für diesen Kuchen. Meine Frau hatte sich diesen Kuchen gewünscht und wollte eigentlich weiße Schokolade da drauf haben. Ich habe gesagt, so weiße Schokolade pur da drauf gießen, das ist scheiße, das bringt auch keinen Spaß. Da wollen wir auch was richtig Schönes machen. Und jetzt machen wir eine Buttercreme mit weißer Schokolade. Das ist verhältnismäßig simpel. Wir haben hier 200 Gramm Butter. 50 Gramm
Puderzucker. Das müssen wir gleich schaumig schlagen. Und hier erhitze ich mir gerade 60 Milliliter Sahne, die ich dann gleich hier auf meine weiße Schokolade tue. Die weiße Schokolade war so ein Block wie dieser. Den habe ich einfach mit meinem Messer klein gehackt, so dass es so klein gehackte Schokolade ergibt. Und da kommt jetzt gleich die heiße Sahne drauf. So, meine heiße Sahne habe ich hier, kann man schön sehen, ist schön am Dampfen. Die fülle ich jetzt hier hinein. Und die soll jetzt meine weiße Schokolade auflösen. Ich stelle jetzt mal den Deckel drauf. Und jetzt muss das einmal 5 Minuten so vor sich hinziehen. Weil ich brauche ja gar nicht schreien. Mein Mikrofon ist ja mit mir. Das muss jetzt so 5 Minuten vor sich hinziehen. Und dann nehmen wir uns gleich einen Löffel, verrühren das gleichmäßig, damit das eine schöne Creme wird. So, es sind 5 Minuten um. Ich nehme mir jetzt einen Löffel und rühre das jetzt mal schön um, sodass das eine schöne homogene Flüssigkeit ergibt, also Sahne mit der Schokolade. Und dann muss das Ganze ein bisschen abkühlen, weil das soll ja hinterher da in meine Butter Zuckermasse, die da gleich entsteht, mit drunter gerührt werden. Und dafür darf das halt nicht heiß sein. So, ihr Lieben, jetzt sind schon mal 40 Minuten um. Unser schöner Kuchen war so 42 Minuten im Backofen, dann war er durch. Wir haben den schon mal rausgeholt, Form ist weg, steht jetzt hier und wartet darauf, deshalb muss noch ein bisschen kühler werden. Da geht meine Creme natürlich jetzt noch nicht, weil die geht mir da drauf kaputt. Aber es dauert ja auch einen Augenblick, bis meine Creme fertig ist. Ich habe für meine Creme jetzt ja, wie ihr eben schon gesehen habt, hier die weiße Schokolade mit der Sahne vermengt. Das ist jetzt wunderbar homogen zusammen. Dann habe ich hier Butter, Zimmertemperatur mit Puderzucker. Das werden wir jetzt zusammen verquirlen, sodass das halt so eine schöne Masse gibt. So, meine Butter ist jetzt soweit cremig geschlagen, dass ich da jetzt so vorsichtig nach und nach halt meine weiße Schokolade reinfließen lassen kann. Die muss dann da gleich schön mit drunter gezogen werden. Da verändert sich jetzt auch gleich nochmal die Konsistenz. So, jetzt haben wir schön die Schokolade da drin, schlagen das nochmal schön auf und dann können wir das gleich schön auf unseren Kuchen verteilen. So, ihr Lieben, unser Kuchen ist jetzt schön abgekühlt, sodass ich jetzt unsere gerührte, schöne Buttercreme da oben drauf machen kann. Ich werde die jetzt hier so nach und nach gleichmäßig drauf verteilen. Wahrscheinlich werden mir gleich 10.000 Leute schreiben: Frank, das geht so viel besser. Tut es, dann lerne ich wenigstens was dabei. Nur oben drauf oder soll ich die Kanten auch machen? Oben drauf reicht? Ich glaube, ich habe so viel Creme, dass ich auch die Seite machen kann. Pass auf, ihr Lieben, wir machen jetzt hier mal einen Schnitt und Frank bastelt hier mal so ein bisschen rum und dann schneiden wir den gleich mal zusammen an, wenn da meine Oberfläche fertig ist. Schaut euch mal unseren Kuchen jetzt an. Jajok, unser kleines Wunder, hat da noch mal so ein bisschen meine Creme verteilt, gleichmäßig. Ich habe mir erlaubt, da noch mal so ein bisschen Schokoladenraspel rüber zu raspeln. Und ich nehme jetzt mein Messer und schneide da jetzt einfach mal 2 Stücke von runter. Weil
haben wir uns verdient heute. Haben schön einen geilen Kuchen gebacken. Alter, sieht der geil aus. Wahnsinn! Wow. Ich sag's dir. Das ist ein Kuchen. Wahnsinn. So. That's it. Ist das nicht ein geiler, schöner, saftiger Kuchen? Ich bin echt begeistert davon. Der sieht auch richtig toll aus. Echt Wahnsinn. Also, habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie man den besser verzieren kann? Schreibt uns unten bitte rein. Seid ihr noch nicht Abonnent bei uns? Abonniert uns. Wenn ihr noch nicht keine weiteren Videos gesehen habt von uns, sind da noch 103 unten, die ihr euch noch angucken könnt. Eigentlich gehören wir ja mehr zu der kochenden Fraktion. Da gibt es ganz viel Asia, europäische Küche. Lohnt sich auf jeden Fall, sich anzusehen. Ja, dann bin ich eigentlich für heute mit meinem Latein am Ende. Also als nächstes machen wir wahrscheinlich einen Apfeltart. Ich muss noch mal sehen, dass ich irgendwie so kleine, niedliche Tartformen hier organisiere. Da werde ich mich aber gleich noch mal drum kümmern, damit wir die haben bis demnächst. Und ja, das war's dann eigentlich für heute. Dann wünschen noch einen schönen Abend. Der Türk. Und Frank vom foodblog hamburg.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.